Hallo zusammen, ich bin der Zanto von Zanto Spirit Gaming. Bevor das heutige Video startet, denkt bitte daran, wenn euch das Video gefallen hat, mich zu unterstützen. Das kann gerne ein Like sein, das kann auch gerne ein Kommentar sein oder am besten auch ein Abo. Das würde mich bei meinen jetzigen und bei meinen zukünftigen Projekten auch mit euch zusammen sehr, sehr unterstützen. Vielen, vielen Dank. Also bitte kräftig auf den Abo-Button klicken. Dankeschön. Hallo zusammen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge State of Decay 2 in der Juggernaut Edition auf dem Schwierigkeitsgrad Albtraum. Wir haben ja mal unsere Lady eingepackt. Die sieht nicht mehr ganz so gut aus, ne? Schaut mal, also der Joker, die ist natürlich müde, die werden wir dann natürlich jetzt dementsprechend mal noch ein bisschen aufputschen. Haben natürlich nichts dabei, aber ich sag mal, gegen eine Tasse Kaffee oder gegen so einen Energy Drink oder so, hätte man jetzt erstmal persönlich nichts. Hier gibt es einen Energy Drink, hier gibt es noch eine Tasse Kaffee. Die werden wir auf jeden Fall verwenden. Schon sieht die Sache gut aus. Wir haben heute Folgendes vor. Schaut mal oben links. Unsere Lebensmittelvorräte sind relativ gering. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir schauen wirklich, dass wir über die Karte bzw. über den Funk ein bisschen was herbekommen. Das ist aber sehr, sehr schwer. Warte mal, Karte, Schwierigkeit. Ne, alles gut. Über den Funk ein bisschen was herbekommen. Ich denke aber, dass wir das nicht machen müssen. Ich würde eher dann vorschlagen, dass wir mit ihr in den Süden laufen. Und schaut mal, hier unten, neben der neuen kleinen Fraktion, die glücklichen Camper, gibt es hier den Obststand bei der Straße. Und den würde ich gerne versuchen, jetzt irgendwie seiner habhaft zu werden. Mal schaut mal, da drin gibt es auf jeden Fall Baustoffe, beziehungsweise irgendwelche Materialien und auf jeden Fall Essen. Deshalb würde ich jetzt Folgendes machen. Schaut mal, hier oben ist noch ein Auto. Das sieht, ja, das geht schon noch. Wir haben auf der anderen Seite aber unseren großen Caravan stehen. Den würde ich gerne nutzen und würde den gerne mit euch zusammen auf jeden Fall hier runterfahren. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich habe noch zwei, drei Einstellungen vorgenommen. Vor allen Dingen grafische Einstellungen. Da habe ich mal geguckt, was hier noch geht. Oh, schaut mal. Okay, das ist ein Order hier unten. So wie es aussieht, spielen wir jetzt erstmal auf maximalen Settings, meine Lieben. Der hat auch nicht mehr so viel Sprit. Müssen wir auf jeden Fall mal... Ja, das stimmt. Sollten auf jeden Fall ein Stück hinfahren. Nein. Komm raus da. Ja, das war echt übel gerade. Ich hab's wirklich echt zu spät gesehen. Hier ist aber hier oben auf der linken Seite, schaut mal, hier ist schon das Gebäude. Und hier würde ich mal sehr, sehr gerne gucken, weil angeblich gäbe es hier Lebensmittel. Und schaut mal, hier gibt es vier Container, die wir durchsuchen dürfen. Das wollen wir uns auf keinen Fall entgehen lassen. Hey, I suppose it could be worse. Ja, das ist doch schön. Es gibt mal einen Echsen-Hoodie. Ja. Thank goodness. Oh. Das haben wir gesucht. Das haben wir auf jeden Fall gesucht. Ah, und das müssen wir auch nochmal durchsuchen, okay. Ja, jetzt sind wir gesundheitlich gar nicht mehr gut. Jetzt sehen wir überhaupt nicht mehr gut aus. Okay. Wäre fertig, ne? Hier wird das Auto. Hier sind die, genau, die glücklichen Camper. Können wir mal schauen, was wir da draußen noch so an Gebäude... Oh, 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 alles klar. Ich hasse die. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich hatte das, glaube ich, schon mal erwähnt. Hier unten gibt es auch noch, hier drüben gibt es auch noch ein paar Gebäude. So wie es aussieht, da waren wir auch noch nicht. Hier drüben ist ja das abgestürzte Flugzeug. Das sehe ich alles ein. Hier oben waren wir schon in dem Gebäude.
Da ist das Seuchenherz drin. Und hier gibt es den Schuppen. Den haben wir auch schon ausgeräumt. Jawohl. Wir können aber hier auf jeden Fall wieder zurückkehren. Und zwar endlich mit ein bisschen Lebensmittelvorräte, ne? So, da sehen wir mal zu, dass wir die auf keinen Fall... Genau, dass wir die auf keinen Fall noch anstoßen. Oh, schaut mal, hier gibt es so jede Menge. Okay, passt. Hier brauchen wir auf jeden Fall bald Sprit. Kommt hier irgendeiner hinterher? Ne, ich hab schon gedacht, hier kommt irgendeiner hinterher. So, wie war das jetzt mit Deponieren? Genau. Und schon sieht das wieder besser aus, oder? So, Lebensmittel eingelagert. Gibt zwar nur 3 Stück, aber ganz ehrlich, ist besser als nichts. Und jetzt können wir uns erstmal ganz in Ruhe Gedanken machen, wie es weitergeht. Also, hier oben im Norden befindet sich auf hier auf der linken Seite noch jede Menge Gebäude. Da waren wir ja schon mal. Die hat man ja, die neuen, die hat man auf jeden Fall schon mal besucht. Schaut mal, hier gibt's eine Wasserstation. Hier gibt es noch eine Pumpstation. Es sollte vielleicht auch irgendwo, wenn es gut kommt, hier gibt es einen Obststand. Hier gibt es auch wieder Wasser. Vielleicht haben wir Glück und hier gibt es... Und hier, schaut mal. Es gibt hier alles. Also hier gibt es komplett alles. Vom Strom über Wasser hier alles. Hier gibt es sogar eine potenzielle Heimatbasis. Die rote Klaue. Potenzielle Heimatbasis für 1500 Punkte. Und wir bräuchten 5 Mann. Okay. Gepanzerter Lagercontainer vernachlässigt die Werkstatt. Beschädigte Offiziersquartier. Durchsuchter Schlafraum. Ein Clear Relay. Okay, naja. Klingt ja zumindest nicht so schlecht. Hier drüben ist das Wahrzeichen. Mhm. Hier gibt es noch ein Medizinlager. Also ich sag mal, wir haben ja erst ein solchen Herz hier entdeckt, ne? Ich schätze mal, hier gibt es locker 2 Stück. Hier gibt es noch ein Auto. Miagra, okay. Und hier gibt es den wandernden Händler. Da ist schon wieder der wandernde Händler da. Wenn wir Glück haben. Das interessiert mich nur. Ja, genau hier war das. Hier Funk. Und dann müssen wir mal schauen, wie viele Punkte haben wir denn. 770, das wird nichts. Das wird echt nichts. Was wir noch probieren könnten, ist hier nochmal nach Lebensmitteln zu suchen. Oder... Ressourcen und Leute suchen, suche andere Überlebende zum Beispiel oder suche halt Lebensmittel. Dafür bräuchten wir auch nur 75 Punkte. Ich würde erstmal sagen, wie viele Schlafplätze hätten wir denn bei uns? Die Basis bietet auf jeden Fall noch einen zusätzlichen Schlafplatz. Das heißt, wir könnten uns auf jeden Fall mal aufmachen und könnten über Funk auf jeden Fall mal noch einen Überlebenden suchen. Hello? Any folks out there hearing genau, this? Hallo. I'd really hate to just be talking to myself. So, das ist ein Treibstoffhändler, so viel steht mal fest. Hier oben gibt es auch noch was und hier wäre das hier, das wäre das potenzielle nächste Hauptquartier. Hier unten, schaut mal, das ist im Prinzip der Pterodactyl Park, Scheitische Latrine, Wohnwagenlager, Wohnwagenpark, Betten, ein zerlegbarer Müllhaufen, Überreste zerlegbar, also da könnte man auf jeden Fall 2, 3 schöne Gebäude drauf bauen. Und vor allen Dingen könnte man hier noch die ganze Umgebung in Ruhe schön ausräumen. Also ich denke mal schon, dass das was, dass das der Außenposten, dass der was bringt. Aber gut. Sei es drum. Jetzt machen wir erst einmal einen kurzen Check bei uns. Was haben wir denn überhaupt noch an Teilen da? Ich sag mal, gerade Granaten, Waffen und so weiter und so fort, das sollten wir uns auf jeden Fall mal Gedanken machen, weil es wäre doch schon mal höchste Zeit, dass man wenigstens Richtung eines solchen Herzens loslaufen. Das sind 8 Schuss. Das ist im Prinzip auch eine Hauptwaffe, hat 50 Munition. Es fehlt hier auf jeden Fall eine Schrotflinte. Wie sieht es denn aus mit Granaten? Wir haben 3 Mollys, eine Dosenbombe. Damit kommen wir definitiv nicht weit. Eine Rauchgranate. Eine Rolle mit Feuerwerkskörpern. Die könnte man vielleicht zur Not auswerfen draußen. Oder auch die Röhre mit Feuerwerk könnte man auch probieren. Versorgungshandbuch. Ah, es klingt alles noch nicht so gut, ne, oder? Sind wir ehrlich. Gut, wir werden auf jeden Fall ausräumen. Den Rucksack werden wir auch ausräumen. Wir nehmen auf jeden Fall wieder einen ganz kleinen mit. Und dann werden wir mal gucken, wer möchte bei uns in der Gemeinschaft. Alfred hätte eine Quest. Den gibt es aber auch noch nicht so gut. Ja, sie ist auf jeden Fall angeschlagen. Die braucht auf jeden Fall Ruhe.
Ich würde sagen, wir übernehmen die Kontrolle über sie hier. Die hätte einen 8er Rucksack schon dabei. Hätte auch was zu essen, was zu trinken. Die Dosenbombe hätte sie auch schon. Schön. Das ist ein Luxusgegenstand. Hoher Handelswert. Und das hier wäre auch hoher Handelswert. Nicht schlecht. Wir nehmen aber trotzdem auf jeden Fall wieder eine Scharfschützenarmbrust mit. Eine Nebenwaffe vielleicht, oder? So, dann hätten wir wenigstens hier noch 12 Schuss. Das ist alles gut. Ein bisschen was zu essen hätten wir dabei. Alles gut. Dann könnten wir höchstens eins machen. Wir könnten die zwei mitnehmen und könnten die zur Not verkaufen. Was soll denn da davon? Es geht nämlich langsam die Sonne runter. Und wie es aussieht, ist der Händler... Wie lang ist denn der noch da? Der Händler ist auf jeden Fall hier die Straße runter und dann wieder rechts hoch. Und dann wären wir dort oben bei dem Händler. Der ist dort hoch. Einfach das Feld hoch. Da würde ich mal schauen, was dahinter so im Angebot hat. Oh, schaut mal, eine ganze Horde dort unten. Also der dürfen wir mal nicht begegnen, ne? Das ist Fakt. Ja, das ist State of Decay 2 in einer ganz, ganz anderen... In einer ganz, ganz anderen Art. Hier kann man sich auf jeden Fall nichts mehr erlauben. So, hier drüben steht keiner. Das ist gut. Die Horde geht, wie es aussieht, Richtung Fluss. Soll auch nicht unser Problem sein. Unser Problem ist nach wie vor, da oben ist der Händler. Genau. Den markieren wir uns mal. Schaut mal, hier ist niemand, ne? Hier ist weit und breit kein Mensch. Das finde ich richtig gut. Beziehungsweise kein Zombie. Das wären Medikamenten aus dem Posten. Wäre auch nicht schlecht. Ja, das stimmt schon. Ist richtig. Okay, hier sind dann wieder welche. Laufen wir zumindest mal ein Stück ran. Im Schleichmodus sind wir ja relativ... Relativ safe. Machen wir zumindest mal hier die zwei hier oben weg. Die anderen, die laufen gemütlich Richtung kleinen Teich runter. Das ist kein Problem. Und wir laufen auf jeden Fall mal ein bisschen weiter hoch zu. Ja, alles gut. Okay. Unser Joker hat sich wieder erholt, das ist richtig gut. Dann warten wir mal, bis die noch wieder relativ voller Energie ist und dann werden wir auch mit der mal noch was starten. 12 Schuss in der Seitenwaffe. Ist zwar nicht allzu viel, mein Lieben, aber ganz ehrlich, besser als nichts. So, hier wäre der Händler und zwar wäre er diesmal hier drin. Hallo. Klopf, klopf. Grüße. Hup. Let's see what we have here. Geil, okay. Was hast du denn? Nur Sprit. Okay, alles klar. Eine Lagerheizung. Eine wertvolle Wärmequelle. In einer immer kälter werdenden Welt. Okay. Installiert diesen Mod in einer Schlafanlage, 2 oder höher, für einen Moralbonus. Auch nicht schlecht. Hier gibt es zum Beispiel das Chemiebuch. Hier gibt es zum Beispiel Molotow-Cocktails, 3 Stück. Hier gibt es zum Beispiel Napalmgranaten. Wow. Flüssiges Feuer in der Dose. Kostet 300 Punkte. Gekauft. Genauso wie die Mollys. Gekauft. Ihr wisst warum. Ihr wisst warum. Die Minibar. Den Abfüller. Installiere diesen Mod in einer Werkstatt, um unsere Produktion von Molotows und Benzinbomben zu erhöhen. Das ist natürlich ein klasse Mod. Aber können wir uns derzeit nicht leisten. Beziehungsweise die Punkte möchte ich ungern ausgeben erstmal. Wir haben jetzt erstmal hier relativ viele Punkte ausgegeben. Und die müssen wir erstmal wieder reinholen. Ich sag mal, wir gehen auf jeden Fall mal wieder zurück, weil schaut mal. 3 Mollys, 3 Napalmgranaten. Ach, wir hätten noch was verkaufen wollen, ne? Moment, Kollege. Wie ist denn das mit Verkaufen? Gibt 34 solche Punkte. Ja, gerne. Einmal, zweimal. Dankeschön. Einfluss, nicht schlecht. Für 2 solche Teile, knapp 70 Einfluss, richtig gut, oder? Was meint ihr?
So, und jetzt würde ich vorschlagen, wir gehen langsam wieder hier runter und zwar schleichend Richtung nach Hause. Das Problem ist hier, das haben wir auch schon ausgeräumt gehabt. Ja, wir sollten uns dann entweder hier oben Richtung kleinen Kaff wieder zuwenden. Ja, da gibt es noch sehr, sehr viele Häuser, die viele Sachen bieten können. Dazu bräuchten wir aber erstmal Benzin. Dazu bräuchten wir aber erstmal Sprit, damit wir unseren Range Rover wieder voll kriegen. Unseren Pilato oder wie das Teil hieß. Jetzt würde mich aber trotzdem gerne mal interessieren, wo ist denn diese Horde? Schaut mal, hier unten sind wieder Zombies, rechte Seite, hier. Unten am See ist wieder einer. Haben die sich aufgeteilt oder da unten sind auch wieder welche? Okay. Und wie es aussieht, direkt unten im See stehen auch welche. Oh, schaut mal, der hat einen niedlichen Pullover an hier. Okay. Ja, wie gesagt, es hätte mich wirklich nochmal interessiert, wo die Horde hingelaufen ist. Hier unten an dem kleinen Teich stehen auch viele Leute rum. Viele ehemalige Lebende. Genau, ich würde aber gerne hier. Ich würde dann gerne hier hinten irgendwie hochlaufen. Hier oben steht einer. Also hier muss man wirklich immer aufpassen. Unglaublich. Oh, schaut mal, hier stehen jetzt mehrere. Es stehen gleich 5 oder 6 solche. 5, ne? 5 sehen wir. Hier vorne stehen auch noch welche. Ich habe schon gedacht, hier auf der leeren Seite oder auf der Seite von dem LKW, dass hier nichts ist. Aber doch. Alles gut. Ja, das sind wie gesagt, also diese kleinen Sneaky-Passagen hier, die werden immer öfter werden im State of Decay 2. Macht aber auch unheimlichen Spaß, weil man muss wirklich aufpassen, man muss wachsam sein. Wo geht man hin? Wo stehen die vor allen Dingen, wenn man dann einen ausgeschalten hat? Holt man dann schon den nächsten, schaut mal hier, die gehen dann halt einfach mal über die Straße drüber, die waren noch gar nicht da. Okay, die bleiben auf jeden Fall da unten stehen. Hier zumindest mal ist, wie es aussieht, alles safe. Wir können laufen. Ja, um die Basis rum gibt es dann wie so einen kleinen Radius, da ist dann eigentlich alles sicher, eigentlich. Okay. Waren wir gerade, brauchen wir nicht mehr. Ich würde jetzt doch vorschlagen, schaut mal, also ich würde jetzt vielleicht noch ein, zwei kleine Touren machen. Mollys einlagern, die Napalm einlagern, hier die Dosenbombe, sehr, sehr schön. Und da wir hier noch eine Werkstatt haben, können wir auf jeden Fall noch ein paar Bolzen herstellen. Wie viele Baustoffe hätten wir denn noch da? 15 Stück. Dosenbomben können wir auf jeden Fall. Klebeinbauten, ja, sie werden wahrscheinlich funktionieren. Kostet 2 Munition. Für 3 Dosenbomben richtig viel. Schützenminen kosten auch 3. Wow. Okay. Armbrustbolzen leichte und die Sperren kosten auch 3 Baustoffe. Und allgemein die Munition kosten 40 Ersatzteile. Haben wir denn die überhaupt? Ja, haben wir. 40 Ersatzteile, eine Arbeitskraft und ein paar Behälter mit Chemikalien hätten wir auch. Ja. Nee. Okay, so, dann würde ich mal Folgendes sagen. Wir packen dann als nächstes wieder unser Auto voll. Hier unten gibt es jetzt einen Herd. Schaut mal, hier gibt es schon 2. Ach ja, das sind die Vans dort oben gewesen. Ja, da war einer, hatte glaube ich 8 Slots, wo man was reinpacken konnte. Und hier, schaut mal, gibt's schon, das ist hier schon relativ viel. 2 Schreier. Und hier daneben sind gleich 3 Schreier. Und 10 Zombies. Also hier bräuchte man jede Menge. Hier bräuchte man wirklich jede Menge Bolzen. Und hier unten unser Raven. Ja, verstorbener Überlebender. Die Leiche sollten wir dann auch mal bergen, weil die hat auch noch sehr, sehr viele gute Sachen für uns. Aber gut. Ihr seht, auf der Karte, es gibt sehr viel zu tun.
Wie gesagt, ich würde dann vorschlagen, dass wir vielleicht entweder hier hin irgendwie mal anfahren, weil ich denke, hier hinten gibt es auch noch ein paar Häuser, die wir vielleicht mal erkunden sollten, oder vielleicht dann hier oben irgendwie, weil wir können ja immer noch alles gebrauchen und wie es aussieht jetzt, hat man ja erstmal nach einem vierten Überlebenden gesucht. Ganz, ganz wichtig, weil ohne vierten Überlebenden, hier schaut mal, ohne vierten Überlebenden können wir hier, nee, nicht diese Basis, die Basis ist genau das Starkerland-Komplex, sondern diese Basis. Die Basis hätte ich gerne, weil das wäre der nächste Step. Und bevor wir dann die Basis einnehmen, müssen wir hier oben das Seuchenherz ausschalten. Ja. Schaut mal, hier hinten gibt es noch eine Baustelle. Okay, das ist alles vom Seuchenherz besetzt. Also hier gibt's, weiß Gott, nur eins. Das ist gar nicht so schlimm. Hier hinten haben wir noch sehr, sehr viel nicht entdeckt. Das finde ich richtig gut. Ja. Und deshalb würde ich vorschlagen, nächste Folge, übernächste Folge, wir schauen mal nach dem vierten Überlebenden. Okay, der hat Lebensmittel gefunden. Würde uns bestimmt helfen. Dankeschön. Und dann werden wir schauen, dass wir die vierte akquirieren, beziehungsweise für unsere Sache rekrutieren. Und dann gucken wir mal Richtung nächste Basis, weil da müssen wir auf jeden Fall Punkte sparen. Weil dafür bräuchten wir dann 500 Punkte. Und das Seuchenherz müssten wir auf jeden Fall ausschalten. Gibt zwei in den Wein. Die Seuchenprobe, Medikamentenpacksack, 100 Einflusspunkte gibt es da nochmal drauf. Und alle kontrollierten Gebäude werden dann im Prinzip, ja, die werden dann im Prinzip aufgelöst. Ich bin gespannt, was das ausmacht. Vor allem das Schlimme ist, das Teil steht hier mitten an der Kreuzung. Ich denke eher, dass wir halt von dem Mobilfunkmast angreifen sollten. Eine andere Möglichkeit dort sehe ich nicht. Vor allen Dingen erstmal schön leise und dann halt dementsprechend vielleicht halt mit der Zweitwaffe mit ein bisschen mehr Munition. Dann, wenn alle Stricke reißen. Schauen wir mal, ob wir da überhaupt Munition noch haben. Ja, haben wir noch. Kapazität 30, das heißt, die könnten wir auf jeden Fall nehmen. Wir könnten nachladen. Okay, sehr schön. Yep, das werden wir machen, aber dann in der nächsten Folge. Meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, ich hoffe, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Die nächste wird genauso spannend wie die hier. Wie gesagt, das machen wir mal ein bisschen kürzere Folge drauf, ein paar Einstellungen durchgegangen und so weiter und so fort. Aber ich schätze mal, das war trotzdem erfolgreich. Lebensmittel haben wir gebracht. Unsere Basis ist wieder halbwegs so im Lot. Und jetzt sollten wir auf jeden Fall dazu gehen. Wie gesagt, nächste Folge. Wir fahren entweder in den Süden oder wie gesagt vis-à-vis in den Norden. Wir müssen auf jeden Fall schauen. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir da die vierte rekrutiert bekommen und dass wir uns noch ein paar Punkte ergattern. Hier haben wir ja alles eigentlich schon weggemacht, also schauen wir mal, dass wir vielleicht in das kleine Örtchen hier reinfahren, zumindest am Anfang, und wenigstens mal ein paar Gebäude ausräumen. Ich hoffe mal schon, dass jetzt der ein oder andere Packsack für uns rausspringt. Bis dahin, meine Lieben, ganz vielen Dank fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Bye, bye!